Also in der heutigen Zeit wird ja wirklich immer mehr Arbeit auf immer weniger Mitarbeiter verteilt. Überstunden, Wochenendarbeiten sind oftmals die Regel. Der Mensch wird belastet und ich bin der Meinung, dass zusätzlich Urlaub auch der Erholung dient, vor allen Dingen fürs Familienleben und auch für die eigene Gesundheit vor allen Dingen. Zufriedene Mitarbeiter sind auch sehr gute Mitarbeiter und wenn einer erholter ist, da kann man besser arbeiten, ne? Und ich glaube schon, dass wir da Argumente finden, dass er davon überzeugt wird. Vor allen Dingen geht es ja überwiegend meistens auch die Kolleginnen und Kollegen, die schon etwas älter sind. Denn je länger man gearbeitet hat, früher ist man aufgestanden, ist da rumgehüpft, da war das gar nichts. Und heutzutage die Belastung und der Druck und dann möchte man natürlich sagen, ich genieße meine Freizeit. Ja, manche natürlich schon mit ihren Enkelkindern. Andere haben Hunde, andere sagen, ich würde gerne mit meiner Frau und mit dem Wohnmobil rumreisen. Also da gibt es viele Sachen, was man machen könnte. Langeweile haben die meisten nicht. Ich würde nämlich mit meinem Mann, der das Rentnerdasein schon durchlebt und auch genießt, und mit meinen beiden Hunden schön in den Harz fahren und den bereisen.